das Moneyball. Moneyball? Ja, ist ja auch eine hübsche Theorie, aber sie funktioniert einfach nicht. Billy Bean hat dieses Team nach den Ideen eines gewissen Bill James zusammengestellt. Genau. Dieser Mann hat ein interessantes Buch über Baseballstatistiken geschrieben. Er hat versucht, eine ganz neue Strategie auszuprobieren. Das ist mutig, aber das funktioniert nicht. Ja, hallo zusammen, weiter geht's mit dem SV Werder Bremen. Wir starten gleich mit Niklas Füllkrug, dem Torschützenkönig. Ich würde ihn mit 14 Millionen bewerten, deshalb packen wir ihn auch mit auf die Liste. Ist, denke ich, auch jetzt im Sommer, trotz des hohen Marktwertes bereits, auch eine gute Geldanlage, weil wenn er innerhalb der Bundesliga wechseln sollte, dann wird sein Marktwert, denke ich, nochmal extrem ansteigen auf 15, 16, 17 Millionen eventuell. Und deswegen zum einen als Geldanlage Kauftipp, aber auch, wenn man mit ihm in die Saison reinstarten will. Einen Top-Spieler braucht man, denke ich, immer, wenn man in die Saison reingeht. Und für einen Füllkrug, denke ich, kann man bis 14 Millionen auf jeden Fall ausgeben. Ja, dann haben wir einen Lux. Den würde ich nur mit 10 Millionen bewerten. Ich glaube nicht, dass er immer so eine starke Saison hinlegen kann. 120 Punkte traue ich ihm auf jeden Fall zu. Aber die 150-Punkte-Marke glaube ich nicht, dass er wieder erreichen wird. Und ja, dann haben wir einen Keita. Den würde ich nicht kaufen. Würde maximal 5 Millionen für ihn bezahlen, weil ich glaube, dass er nur um die 100 Punkte sozusagen kämpfen wird. Und deshalb würde ich ihn nur mit 5 Millionen bewerten. Und da sind natürlich auch viele Fragezeichen drin. Ist jetzt aktuell auch wieder verletzt. Und das sah jetzt die letzten 2-3 Jahre nicht sonderlich gut aus. Und jetzt während der Vorbereitung ist schon wieder die nächste Verletzung gekommen. Und deswegen würde ich da eigentlich eher die Finger weglassen. Aber wenn wir davon ausgehen würden, dass er 30 Spiele spielen würde, würde ich ihn dann eben nur mit 5 Millionen bewerten. Aber keine 9 Millionen oder war ja zwischenzeitlich auch mal auf 12 Millionen oben. Und deswegen würde ich da eher Nein sagen. Ja, dann haben wir einen Konazi für 4,6 Millionen, würde ich mit 3,5 Millionen bewerten. Dann haben wir einen Mitchell Weiser, haben wir letzte Saison empfohlen, sind auch letzte Saison mit ihm in die Saison reingestartet. Da war der Marktwert aber eben nur bei 2,2 Millionen. Jetzt ist er bei 4,5 Millionen. Ist er, denke ich, auch wert. Also würde ihn auf jeden Fall mit 5 Millionen bewerten. Wird auch wieder die 100-Punkte-Marke, denke ich, knacken. Aber ist eben trotzdem nicht mehr so interessant für uns diese Saison, weil er ist 5 Millionen wert und 4,5 Millionen für ihn zu bezahlen, ist immer noch ein guter Deal. Aber man hat eben nicht die Möglichkeit, Geld mit ihm zu machen, sondern eben nur Punkte zu machen, was natürlich auch gut ist. Und man hat auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wir versuchen ja immer nach Spielern zu schauen, wo wir eben nicht nur die Punkte uns holen können, sondern eben auch eine Marktwertsteigerung und im Best-Case-Szenario natürlich dann auch eben den Transfererlös, sodass wir dann Punkte und Marktwertsteigerung und eben Transfererlös alles mitgenommen haben und eben nicht einen Spieler nur kaufen, um mit ihm zu punkten, sondern wir wollen eben das komplette Paket Punkte und Geld. Und das können wir jetzt bei einem Mitchell Weiser diese Saison zumindest nicht mehr erwarten. Außer er geht natürlich noch auf 6,5 Millionen hoch, aber darauf würde ich jetzt nicht unbedingt spekulieren. Ja, ein Pavlenka für 2,7 Millionen. Ihr wisst ja, was ich von der Torhüterposition halte. Und als den ersten Spieler, den ich jetzt nach Füllkrug auf die Liste packen würde, wären Friedl, generell die ganzen Verteidiger. Also ein Friedl für 3 bis 3,5 Millionen. Ein Schmidt würde ich auch bis zu 3 Millionen bezahlen. Dann haben wir einen Pieper, dann würde ich auch bis 3,5 Millionen gehen. Traue ihm auch eine deutliche Marktwertsteigerung zu. Also ist jetzt ähnlich quasi wie ein Mitchell Weiser, weil die Marktwerte gerade auch so passen. Also Mitchell Weiser war letztes Jahr bei 2,2 Millionen. Den habe ich empfohlen und jetzt würde ich euch dieses Jahr auch einen Pieper für 2,3 Millionen empfehlen. Kann eigentlich genau das Gleiche passieren, was mit einem Mitchell Weiser eben passiert ist. Also ein Pieper hatte, weiß Gott, keine gute Saison, hat aber trotzdem 67 Punkte gemacht. Ja, hat nicht jedes Spiel von Anfang an gespielt, hat nicht regelmäßig gespielt, aber hat trotzdem in irgendeiner Art und Weise seine 67 Punkte geholt. Und wenn jetzt mal die Saison normal läuft, wenn er regelmäßig spielt und er eine gute Saison hat, dann wird er auf jeden Fall seine 100 Punkte holen. Dann ist er dementsprechend auch 5 Millionen wert. Und da kauft ihr euch dann eben auch wieder einen Spieler, wo alles dabei ist. Ihr holt euch einen Spieler, der euch 2-3 Punkte regelmäßig holen kann und ihr holt eben langsam über 3, 4, 5, 6, 7 Spieltage euch eine Marktwertsteigerung und könnt dann eben überlegen, so eine Investition wie einen Pieper jetzt am Anfang der Saison, einen günstigen Gamble für 2,3 Millionen zu holen, Punkte mitnehmen, 2-3 Punkte mitnehmen über 8, 9 oder 10 Spieltage und dann eben auch die Marktwertsteigerung, sodass der Spieler dann auf 5 Millionen hochgegangen ist und dann macht ihr eben ein Upgrade von dem Pieper auf einen Top-Verteidiger, sodass ihr dann die letzten 20 Spiele in der Saison eben mit einem Top-Verteidiger dann spielt. Aber wie gesagt, ich kann es immer wieder nur empfehlen, in der ersten Saisonphase, also die ersten 7 bis 9 Spieltage, gambelt mit solchen günstigen Verteidigern, weil die zum einen eben teilweise oder phasenweise mit den Top-Verteidigern mithalten können. Phasenweise können sie natürlich auch überbieten. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr es schafft, mit 3 oder 4 günstigen Gambles ungefähr gleich auf zu sein mit einem anderen Manager, der 3, 4 Top-Verteidiger hat. Ja. Wenn ihr in der ersten Saisonphase das schafft, da einigermaßen mitzuhalten, dann habt ihr eben die Situation, dass ihr ähnlich viel Punkte habt, also was das Punktebild angeht, aber was die Marktwertsteigerung angeht, habt ihr ihn um meilenweit eben dann übertroffen und das hilft euch eben dann in der zweiten Saisonphase, wenn es dann darum geht, Spieler abzugraden im Sturm oder im Mittelfeld oder eben wie gesagt in der Verteidigung. Also da habt ihr dann einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen, viel mehr Ressourcen und deswegen ist dieser Part eben
Sehr wichtig, also jetzt gerade im Sommer, dass ihr euch solche Spieler holt und dass ihr in der ersten Saisonphase, also die ersten 9 Spieltage in etwa, dass ihr auf solche Spieler auch setzt und euch das wirklich traut, weil nur so könnt ihr euch da wirklich dann eine Edge hinten raus eben erarbeiten. Und deswegen, wie gesagt, würde ich euch einen Pieper auf jeden Fall für 2,3 Millionen empfehlen. Bestes Beispiel ist eben jetzt so ein Mitchell Weiser im letzten Jahr. Da ist genau das eben passiert. Oder wie einen Ryerson. Also es gibt genügend Beispiele und das sind keine Ausnahmen. Ja, also es passiert wirklich jedes Jahr, dass diese günstigen Gambles, dass es da mehrere davon gibt. Und wenn man mehrere sich davon holt am Anfang der Saison oder jetzt im Sommer, dann muss es eben nur bei ein oder zwei von den Spielern eben klappen. Und das reicht völlig aus, dass ihr da mithalten könnt, was die Punkte angeht gegenüber euren Konkurrenten. Und was die Marktwertsteigerungen angeht und dann auch die Transfererlöse später, da werdet ihr dann definitiv Vorteile haben und euch eben mehr Optionen erarbeiten können. Ja. Im Mittelfeld ein Bittencourt hat auch 60 Punkte geschafft letzte Saison, obwohl er nicht viel gespielt hat, auch ein paar Mal verletzt gewesen. Und wenn die Saison normal läuft, würde ich sagen, dass er 80 Punkte machen kann. Wenn sie gut läuft, denke ich sogar auch die 100 Punkte. Also hat wenig Tore, wenig Scorer gemacht. Da traue ich ihm auf jeden Fall ein bisschen mehr zu. Würde ihn mit 4 Millionen bewerten. Er kann aber auch sein, dass er mal zwischenzeitlich auf 5 Millionen hochgeht. Und ja, dann kommen hier die ganzen Verteidiger wieder, die ich empfehlen würde. Ein Stark für unter 2 Millionen, ein Jung, ein Veličković. Alles Empfehlungen. Ihr seht hier das Punktebild, also alle 60 bis 70 Punkte. Und das Gleiche werden sie auch wieder machen. Ja. Und wie gesagt, so ein Jung, ein Stark, die können mit einem Benzibaini, mit einem Schlotterbeck, mit einem Borna Sosa, mit einem Mavropanos, mit einem De Ligt, können die ersten 3, 4 Spieltage mithalten. Ja. Also dann hat ein Benzibaini wegen mir 18 Punkte, aber ein Stark hat eben 14 Punkte. Ja. Aber der Unterschied ist eben, ein Benzibaini jetzt für 8 Millionen und nach 4 Spieltagen 18 Punkte versus ein Stark für 2 Millionen holen und nach 4 Spieltagen 14 Punkte ist viel besser. Ja, die 4 Punkte, die ihr da einbüßt, das ist das, was ihr eben in Kauf nehmen wollt. Diese 4 Punkte Einbüßung sind es wert, weil die Marktwertsteigerung, die ihr von dem Stark bekommt, von 1 Million oder 1,5 Millionen, das kompensiert eben diese 4 Punkte, die ihr da auf dieser einen Position verloren habt. Deswegen, wie gesagt, würde ich euch diese Gamble-Spieler eben einfach empfehlen. Ja. Und ansonsten sind wir dann wieder so in dem Bereich, wo man nicht viel falsch machen kann. Empfehlen würde ich euch da auf jeden Fall noch einen Romano Schmid für 1,3 Millionen, hat 43 Punkte gemacht, ist auch unter seinen Erwartungen geblieben. Also der wird, denke ich, jetzt auch langsam kommen. Würde ihn auf jeden Fall 70 Punkte zutrauen und würde ihn mit 3,5 Millionen bewerten. Und wenn es richtig gut läuft, eventuell auch die 100 Punkte. Aber wie gesagt, so viel muss man ja auch aktuell nicht für ihn ausgeben. Und ja, bei den restlichen Spielern, wie gesagt, kann man nicht viel falsch machen. Kennen, habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, für so wenig Geld auf jeden Fall bunkern. Auch wenn ihr keine Punkte mit dem Spieler machen wollt, Geld könnt ihr auf jeden Fall machen. Und ansonsten würde ich vielleicht noch in der Verteidigung einen Bomb empfehlen. Ist ganz interessant, ist meiner Meinung nach eher ein defensiver Mittelfeldspieler und wird als Verteidiger gelistet. Sollte er sich jetzt mal durchsetzen in der Bundesliga und spielen regelmäßig, kann das auch ein richtig guter Mittelfeldspieler werden. Defensiver Mittelfeld ist auch sehr groß, zweikampfstark und meiner Meinung nach dann auch richtig viel wert, wenn man sich die Ecken überlegt von dem Duck, da kann er dann, denke ich, auch sehr gefährlich werden. Und wenn er dann eben ein Tor macht als Verteidiger, kann das schon richtig viel wert sein. Und 200.000 zu bunkern, tut, denke ich, niemandem weh. Wenn er sich durchsetzen sollte, kann das, denke ich, eine richtig gute Geldanlage werden und eventuell auch eine gute Punkteausbeute. Und deswegen würde ich den auch noch mit auf die Liste draufpacken. Und ja, dann haben wir, wenn wir die Liste nochmal durchgehen, wie gesagt, einen Bomb. Wir haben den Buchanan, wir haben den Romano Schmid, wir haben den Veličković, einen Jung und Stark. Im Mittelfeld haben wir noch einen Bittencourt. Dann haben wir einen Pieper und einen Friedl in der Verteidigung. Also das sind die Spieler, die ich euch alle empfehlen würde. Und natürlich einen Torschützenkönig, Niklas Füllkrug.